Lviv ist das Ziel aller Schalker Fernfahrer in diesen Tagen. Nur 80 Kilometer hinter der polnischen Grenze gelegen und mit 730.000 Einwohnern fast dreimal so groß wie Gelsenkirchen. Alle Wege führen nach Rom, die verschlungenen auch nach Lviv. Wir kommen aus der Nähe von Stuttgart und wir sind nach München und dann mit dem Flieger nach Kiew und von Kiew aus hierher geflogen. Ja. German Bus. 25 Stunden im Bus, das kann ja ganz schön lang werden, ne? Das ist lange, obwohl hin ging es eigentlich. Ich denke mal, zurück wird es härter. Wir sind erst nach Frankfurt gefahren mit dem Auto und dann über Kiew. Ja, über Kiew sind wir geflogen, ne? Ja, über Kiew, ja. Und dann waren wir da. Und seitdem kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern. Denn sie ist bei Kuzorras Mädels, dem einzigen rein weiblichen Fanclub des S04. Und die lassen es krachen in dieser Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Geil, ist schön. Ist halt mega kalt. Also es ist wirklich, wir haben gerade einen Schal gekauft, weil es echt richtig kalt ist. Aber sonst schön, Altstadt. Mal sehen, was heute noch so passiert. Ja. In der Kirche waren wir auch. Haben gebeichtet. Nein, mir gefällt die Stadt total gut. Die Verständigung ist echt ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall ein Erlebnis, immer wieder. Super Kultur lernt man kennen. Die Preise hier wirklich sagenhaft. Bier für unter 50 Cent oder so. Also gute Laune. Auch ziemlich üppige Portion gewesen. Da kann man wirklich nicht drüber meckern. Ne? Wir haben den ersten Abend haben wir für 10 Euro weil ich jeder. Genau. Ja, wir haben für 10 Euro jeder uns sehr gut betrunken und auch gegessen. Schöne Fahrt bis jetzt. Gut, wir kommen aus Stuttgart. Für uns ist ein Heimspiel schon wie auswärts fast. Aber ich denke immer, ja, hier sind die richtigen Fans, die Eingefleischten. Jeder singt mit, jeder feiert mit. Es sind keine Leute, die rum sind, sondern eigentlich hier nur Nordkurve. Die Besten einfach. Und die wollen heute Abend im Stadion feiern. Offensichtlich macht das deutsche Vita in Lviv optimistisch. Ich denke mal, wird ein knappes Ergebnis und 2-1 wäre ich schon mit zufrieden. Wir gewinnen auf jeden Fall. 0-4 wäre natürlich sensationell. 0-4 lege ich mich fest. Ich hoffe, dass wir gewinnen, aber ich glaube, es wird sehr schwierig. Ja, ich schätze mal so 2-1. Optimistisch, ja, 2-1 für uns wäre schon wichtig. Unentschieden könnten wir also mit leben, aber ein Sieg wäre schon wichtig. Und dann machen wir zu Hause alles klar und dann kommt Liverpool.